Meistens werde ich unterschätzt. Leute sagen, ich schmecke nach gar nichts. Hey, wir beweisen den Leuten heute das Gegenteil, okay? Ich mache euch heute eine Blumenkohl-Kokossuppe und ich habe jetzt so lange nicht gekocht, weil ich im Urlaub war. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe mich heute Morgen richtig gefreut aufzustehen, um quasi endlich wieder an den Herd gehen zu können. Als allererstes braucht ihr für die Blumenkohlsuppe einen Blumenkohl natürlich. Hier müsst ihr jetzt schauen, weil der Blumenkohl hat so einen Strunk, ja, so einen festen. Der ist nicht so geil, den wollen wir nicht. Deswegen müssen wir die einzelnen Röschen hier so rausbrechen. Übrigens habe ich mir mal überlegt, wenn ich heirate, möchte ich gerne einen Blumenkohl als Strauß. Also, die Blumenkohlröschen werden hier abgeteilt. Es muss jetzt auch nicht so schön aussehen, weil es ist ja eine Suppe, wir pürieren das nachher eh, deswegen ist es eigentlich wurscht. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Einlage, weil Suppe ohne Einlage ist eigentlich Babybrei, finde ich. Und deswegen schneiden wir jetzt kleine Scheibchen. Und zwar nehmen wir die einzelnen Röschen und schneiden einfach so dünne Scheiben runter. Wenn es so ein bisschen wegbröselt, macht nichts. Im Optimalfall ist es so, dass ihr quasi sowas hier habt. Und das werden wir nachher anbraten, es ist voll knusprig und ein bisschen braun und sieht irgendwie auch aus wie kleine Blumenkohlbäume. Hübsch nämlich. So, das kommt jetzt in eine extra Schüssel. So, jetzt brauchen wir einen großen Topf. Das erhitze ich schon mal. Wenn ihr einen sehr schnellen Herd habt, natürlich nicht vorheizen, aber bei uns dauert es immer ein bisschen und in der Zeit kann ich noch die Zwiebeln schneiden. Und bei den Zwiebeln müsst ihr euch jetzt überhaupt keine Mühe geben, wie die aussehen, weil die werden ja eh gebraten und püriert. Ich mache schnell ein bisschen Sesamöl rein. Ich habe es schon ein paar Mal benutzt, aber ich erzähle es nochmal für die, die es noch nicht wissen. Das ist geröstetes Sesamöl, deswegen ist das so dunkel. Es riecht so mega intensiv und gibt so in der Suppe so einen ganz, ganz tollen Geschmack. Die Zwiebeln dürfen schon mal rein. Jetzt kümmere ich mich noch um den Knoblauch. Und natürlich braucht unsere Suppe noch ein bisschen mehr Geschmack. Und zwar nehmen wir dafür Chili und Ingwer. Und jetzt, wie ich von den Asiaten gelernt habe, nicht den Ingwer schälen. Das ist viel zu viel Arbeit. Einfach mit der Schale hinein. Man kann jetzt schon so riechen, dass es so ein bisschen asiatisch, scharf und würzig riecht. Dass sich der Blumenkohl freut. Ich packe ihn jetzt dazu. So, wenn das alles jetzt so ein bisschen angeschwitzt ist, brauchen wir natürlich Flüssigkeit, damit das Ganze kochen kann. Wir nehmen einmal Gemüsebrühe aus dem Glas. Und Kokosmilch. Wundert euch übrigens nicht, wenn die Kokosmilch manchmal, eigentlich immer, so einen festen Teil hat und so einen flüssigen Teil. Ist jetzt kein Qualitätsmerkmal oder so, es hat sich einfach nicht so richtig verbunden. Und wir wollen aber beides, das Feste und das Flüssige in der Suppe haben. So, und wenn der Blumenkohl so ein bisschen weich ist, könntest du sehen, wenn er so ein bisschen auseinanderbricht, dann ist der perfekte Moment, um sich um die Einlage zu kümmern. Ich hole dafür mal eine Pfanne. In dieser Pfanne werden wir jetzt die Sesamsaat, also quasi Sesamkörner, einfach so in die Pfanne. Ich habe vergessen, die Suppe zu würzen. Natürlich Salz, Pfeffer und einen super guten Freund des Blumenkohls, das ist die Muskatnuss, die kommt auch dazu. Ich schneide jetzt die Frühlingszwiebeln. Und zwar in möglichst dünne Ringe, weil wir wollen sie ja roh essen. Manchmal fragen mich Leute, wie viel man von der Frühlingszwiebel eigentlich nehmen kann. Das Weiße, das Grüne, das Hellgrüne. Ich würde immer sagen, wenn man es roh nimmt, das Ende nicht, dieses Trockene, weil das will man eigentlich nicht so gerne essen. Wenn man es in eine Suppe schmeißt, alles rein. Aber beim Roh würde ich das jetzt weglassen. Weil es eine Fedi-Suppe ist, muss natürlich auch noch Zitrone rein. Und zwar ein bisschen Abrieb. Und ein bisschen vom Saft. Das ist beim Blumenkohl tatsächlich besonders wichtig, na klar, weil Blumenkohl ja manchmal so ein bisschen wie muffig schmeckt. Und wenn man da eben jetzt Zitronensaft und Abrieb dazu gibt, dann wird es so ein bisschen fresh und der Geschmack kommt so nach oben. Guck mal, der Sesam hüpft wie Popcorn. Egal, genug. Wir tun ihn jetzt hier rein. Und die Pfanne benutzen wir aber jetzt noch, weil darin werden wir jetzt unseren Blumenkohl noch braten. Und zwar wieder ein bisschen Sesamöl. Und die Röschen, die wir vorhin in Scheiben geschnitten haben. Hier müssen wir jetzt noch Salz und Pfeffer reintun. Ich werde die Zeit nutzen und meine Suppe schon mal pürieren. Zwischendurch rühren nicht vergessen oder schwenken. Guck mal, wie der Blumenkohl aussieht. Guck mal, guck mal. So nämlich, fast wie frittiert. Schmeckt so geil. Jetzt gebe ich den Sesam wieder dazu. Jetzt haben wir so richtig knusprigen, geilen Sesamblumenkohl. Meine Suppe hat jetzt eine schöne cremige Konsistenz. Manchmal ist sie so ein bisschen zu dick, dann macht ihr einfach noch ein bisschen Kokosmilch dazu oder ein bisschen Wasser. Ja, und ich würde sagen, können wir es anrichten. So, als allererstes ein bisschen Suppe in den Teller. Gebt Obacht, dass ihr nicht so dolle tropft. Hey, wo ich das gerade sehe mit der Suppe, habt ihr schon mein, wie richtet man eigentlich cool an?
Video gesehen, weil da könntet ihr sehen, wie ihr die Suppe noch verschönern könnt. Und zwar mit ein bisschen Pfeffer. Guck mal. Juhu. Und jetzt kommt in die Mitte noch der Blumenkohl. Ein bisschen von der Frühlingszwiebel. Hooray! Zum Probieren werde ich wie immer meinen Vorkoster Florian hinzurufen. Florian! Gönn dir! Mhm. Nimm den Löffel dazu. Ah, okay. Okay. Alter, also ich habe ja schon oft Blumenkohl gegessen, auch traditionelles Gericht bei uns in der Familie. Aber dass er so frisch schmecken kann, geil. Flo hat es offensichtlich geschmeckt. Vielleicht habt ihr jetzt auch mal Lust, so eine Blumenkohlsuppe nachzumachen. Diese ist übrigens vegan, weil ihr ja gerne noch mehr vegane Rezepte von uns haben wollt. Ich freue mich wie immer über ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Dann kann ich das Like und was dazu schreiben. Ansonsten wünsche ich frohes Nachkochen, guten Appetit und bis bald. Tschüss!